ein Rogue ist danach. Und wir gehen auf den Schaman. Jo. Dann schon mal. Ah. Meine Zauberzeit ist übrigens erhöht. Stunt. Wo stehst du? Okay. Ich würde wissen, ob ich broken. Wer läuft da? Zwei Sekunden habe ich es dann. Wir switchen auf den Rogue. Ah ne, du wärst beim Schaman, gut. Nein, wo bist du? Wir haben der Rogue lebt noch. Schaman unterbrochen. Schaman 50%. Rogue down. Schamane gesilenced. Dann hinterher. Brainfuse immer benutzt gegen Schaman. Okay. Aber wieder Damage. Mhm. Ja, dadurch, dass er Woken juckt wurde, konnte er kaum Damage machen. Das sieht man gleich. Wenn nicht schlecht, da kann der Schamane kaum was machen. Ja, die Säule war noch dazwischen. Vielleicht nicht schlecht, Todesritter auf dem Schamane zu gehen und Krieger auf dem Wow. Ja. Und Köbchen mittendrin. Ich dachte, alles resettet sich, wenn man in die Arena geht. Wenn man in die Arena geht, nicht wenn man rauskommt. Ja, ja, klar. Ja. Das hab ich immer vorhin mitbekommen, weil er cool war. Achte Arena. Dip, 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 dip.
Stille in der Vorbereitung. Hm. Oh oh. Das ist ein Rogue. Wir gehen auf den Krieger, denke ich. Ja. Nice. Alles klar. Pala ist im Bubble, gehen wir auf den Rogue. Pala ist jetzt wieder raus. Der Pala hat ja seine Flügel schon benutzt, ne? Denke. Ja. War auch cool. Er war ja Fokustage, das hat er, denke ich, mitgekriegt und macht sein Ding dann, dass er 20% mehr Damage kriegt. Ja. I just love geniuses. Welch Lied war das? Hans Müll. Hexenkreis. Beides bis jetzt ziemlich scheiße, was genannt wurde. Des Todes Schlaflied. Das Fiegenlied. Bogenlied. Wagenlied. Der Turm und der Tod. Ach. Und Babak. Die dritte Hymne aus Tod und Teufel. Ein Stück in vier Akten. Tod und Teufel in Vegas. Einmal zwischen Tod und Teufel. Die Heiligtümer des Todes und des Teufels. Tod oder Teufel. Abra oder Katabra. Fernsehen oder Radio. Fragen, die die Welt bewegen. Video killed the radio star. Druide. Ja. Und Tod ist oder Druide verschwinden. Dammit! Nein! In einem Wirbel, oh, weißt du, in einem Wirbel. Aber der Vier war nicht schlecht, der hätte nur Kurzfeuer sein müssen. Aber der ist noch nicht vorbei, hol mich hier raus. Jetzt vorbei. Hol mich hier raus. Ah ja, die haben ja auch ein Todes, oder? Oh,
Oh, wäre das einfach gewesen. Das ist kein Heal-Druide, was haben die? Ist gestunt, 6 Sekunden. Ich bin im Wirbel. Ja, Trinket. Ach so, Kacke. Mann, wäre es einfach gewesen. Das kotzt mich immer an. Das ist aber auch so scheiße für diesen ersten Wirbel, den er umsonst sozusagen bekommt, weil er es aus der Unsichtbarkeit fast machen kann. Für den muss ich dann mein Trinket opfern. Ja. Und es muss das Trinket sein, wenn die Bubble nicht funktioniert. Mein 4 kann das da auch nicht überbrücken, einfach durch Trinkets und so. Schon ein scheiß Spot. Ich auch. Reg mich nicht auf. Ich kriege immer einen Gehörsturz, wenn du das machst. Eigentlich müsste ich das jetzt massiv mit abziehen. Warum denn? Was hab ich dir denn getan? Warum denn? Oh, wenn die Bose. Es geht weiter. Ja, ich würde sagen, wir machen noch, bis wir einmal verloren haben. Immer eine bewährte Regel. Ja, darfst du. Nee. Kannst du ihn hochziehen? Wen denn? Den Todesritter. Mehr gibt's nicht. Ich hab ihn drinnen gefunden. Ist gestunt. Jo, restunt. Ein Silence auf den Druiden. Ich hab gesilenced. Ich bin erst als Strangler auf den Druiden. Strangler ist drauf und der ist oh nice. Nice. Druide zu Ende nehmen, also überhaupt. Ich hab eine Rogue gefunden. Nice, hat er eben auch schon was gemacht? Ja. Okay, dachte schon. Ed Riesden. Oh, ich stand, Stand. Er ist wieder raus. Das war auch wieder so ein Insta-Trinket benutzen. Und dann.
Ja. Bitte, dann gehe ich halt auf den Rogue, mein Gott. Ich komme zurück. Ich schocke den ja ihn. Ja, was soll denn das? Verlassen? Ignore ich auf drin. Okay, ich bin mit dabei. Du bist auch mit dabei. Ah ja. Was war das für eine Aktion vom Rogue? Wollte er nicht mehr spielen, aber sein Druidenpartner schon? Da. Stunt. Boah, Zinker. Echt cool, das. Was damage drüber? Ne? Das hat nice geklappt. Ja, ich hatte ein gutes Positioning, muss ich sagen. Was für ein Reichweite ist Sven geleitet? Ich glaube 30 Yards. 30 Yards? Auf jeden Fall scheiße war. Wow. Vielleicht solltest du dir mal ein Makro bauen, dass dein Fokus-Target Strangulate abkriegt. Und dann nimmst du den Healer ins, in Fokus am Kampf an. Ich dachte, die Sachen machen. Ja. Warum ist das denn Quatsch, ihn in Fokus zu nehmen? Damit du dann in der entscheidenden Situation nicht erstmal switchen musst, wie eben zum Beispiel, konnte ein Baumgestalt zweimal healen. Und so kannst du dann BUM dein Hotkey drücken und hast ihn geheilt. Du sollst ihn ja nur in Fokus nehmen am Anfang des Kampfes. Das muss ich jedenfalls. Muss der Strangulate, wir müssen den dann ins Dahammel brauchen. Auch gegen den Parma. Das ist alles in einer Sekunde entschieden, sowas. Ziele 2, was ist das denn jetzt? Ja, den Hunter mal zwingen. Have you enough holy? Yep. It's an enhancement schon mal, okay. Okay, mach durch auf Bass. Na,
Zu viel Damage. Holy shit. Irgendwelche Vorschläge? Also Control war 0. Das wollte er noch verwenden. So. Wie heute müsste unser Wait sein. Bastion of Twilight. Das ist Kojas erster Wait. Scooby hat auch schon mal einen gemacht. Aber ohne Koja hat er ihn gemacht. Koja wollte nicht. Das stimmt so nicht. Ich wette, da war irgendwas mit. Oh ne, Scooby, ich mach das nicht. Ne? Ne? Bestimmt. Hier so ein Parler, schon übelstes Equip von der Season für Eroberungspunkte. Aber auch 1424 Ratings sein höchstes in 5 on 5. Da bei dir klar. Ich denke so ein Kind, ich werde sagen, was macht. Ich habe die Hoffnung, dass gleich überfahren wird. Soll ich kurz vorbeikommen? Oh, jetzt ist noch eins dazu. Also. Ich glaube, sie spielen irgendwie. Fangen den Vogel? Nee, irgendwie, dass sie krank waren sind oder so. Ich muss mal gucken. Ich rufe gleich die Polizei! Die sind halt top und die machen das auch immer. Kommen die nicht immer raus? Ich komme da gleich raus oder so? Das sind die, die noch jung genug sind. Um zu gehen. Ja. Ich meine, ich bin auch nicht mehr das jüngste Geschöpf. Das jüngste. Geschöpf, Geschöpf, das Geschöpf. Okay, du wolltest es retten, hast gerettet. Ich wollte es von Anfang an so sagen. Nee, so. Das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Also dann hast du irgendwie Sprachaussetzer. Nein, das stimmt nicht. Nee, doch, das stimmt dann aber. Also es kann nicht beides nicht stimmen. So, jetzt sind wir hier wieder an einem Problem angelangt. Also ich mag die Gilde irgendwie nicht mehr so. Warum? Weil die dumm sind, die Leute. Das schreibt doch niemand.
Ja, das ist ja das Dumme. Weißt du, da kommt immer irgendwas belanglos im Chat. Oh, schon das 9. Mal ein Tourberat verloren. Dann kommt Scooby. Ja, und will eine Konservation führen. Konversation. Die Wörter flashen mich immer wieder. Und dann kommt einfach nichts mehr danach. Und dann denke ich mir, okay, warum hat er nicht von Anfang an die Fresse gehalten? Wow. Und dann gibt es so Kinder im Hintergrund, das hat alles mit der Gilde zu tun. Das stimmt. Was schreibt er wohl als nächstes? Ich glaube, ich check mal Facebook. Ich glaube, 15 Leute haben zum Raid zugesagt. 7 Leute vorläufig. Immer oh, du schreibst sogar wie die, nice. Ich passe mich der. Du bist schon beim End-Chanter aufgefallen. Ja. Man muss ja auf allen Ebenen der Community näher kommen. Auch auf den Dummen. Besonders auf den Dummen. Weil es die Masse ist. Da will keiner antworten.